So, und hier weht jetzt ein anderer Wind. Kiten, ein sehr trendiger Sport, bei dem man sich so richtig ins Zeug legen muss mit dem Wind. Da kennt man sie schon, die bunten Flugdrachen. Genau mit solch einem Gleitschirm lässt sich auch Strom erzeugen, nur dass dann am Kite eben kein Mensch dranhängt. Alexander Guligowski stellt in unserer Serie Erfindungen made in Brandenburg heute die Energiedrachen vor. Wenn Sie diesen Laster auf Brandenburgs Straßen entdecken, dann ist Ihnen vielleicht die Energielösung der Zukunft begegnet. Goliath gegen David. Mit den größten Windrädern will er es irgendwann aufnehmen, nur mit Hilfe eines Drachens, wie hier bei Pritzwalk. Nein, nicht Blitze soll er einfangen. Wie Windräder nutzt der sogenannte Enerkite den Wind als Energiequelle und will dabei noch höher hinaus, bis auf 300 Meter, denn dort bläst der Wind konstant. Die Seile des Drachens treiben beim Flug nach oben Generatorrollen an, die die Energie in elektrischen Strom umwandeln und der Strom fließt. Die Kleinmachnower Firma Enerkite entwickelt den Stromdrachen in Kooperation mit der TU Berlin. Und dort wird auch geforscht. Alexander Bormann ist der Kopf des Ganzen. Als ich mir das auf dem Blatt Papier überlegt habe, war das so überzeugend. Da habe ich mir den erfahrensten Drachenpiloten und Bauer gesucht, den ich kannte. Und habe ihn gefragt, was hältst du davon? Sagt er, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann haben wir uns eine Weile in die Augen geguckt und gesagt, dann machen wir es einfach mal. Das war 2008 und heute funktioniert es. Die Rollen lassen den Drachen steigen. Dann ziehen sie ihn wieder auf etwa 150 Meter herunter. Immer und immer wieder. Tag und Nacht. Vollautomatisch. Aber noch kostet das Herunterziehen einen Großteil der gewonnenen Energie. Um die Steuerung so zuverlässig zu programmieren, dass sie wirklich ausfallsicher ist, sind viele Versuche und Fehlversuche nötig. Wir haben Stoffflügel dafür eingesetzt, die nicht so leicht kaputt gehen. Die künftige Flügeltechnik, die wirklich auch den effizienten Betrieb ermöglicht, hat nicht nur eine sehr effiziente Aerodynamik, die hat auch Hochleistungswerkstoffe, Carbonfasern, die eine Haltbarkeit und eine Effizienz darstellen, wie sie später das Produkt braucht. Seit 2011 forschen 10 Mitarbeiter genau daran und bauen unablässig immer neue Flügel. Leicht und stabil müssen sie werden. So das Leichteste, was man sich als Struktur vorstellen kann. Kommt nicht umsonst aus der Raumfahrt. Und die Achillesferse des Projekts lag aber erst ganz woanders. Es gibt leider keinen Katalog, aus dem man sich ein Enerkite-Seil aussuchen kann. Und die Seile, die kommen aus dem Bereich Segelsport, marine Technik. Und wir testen jetzt mittlerweile schon seit 3 Jahren Seile. Und erst jetzt ist das Richtige gefunden. Es schafft 4 Tonnen, hält mindestens 2 Jahre und ist dabei extrem leicht. Windkanaltest für das vielversprechendste Flügelmodell. Der Flügel muss 2 Eigenschaften vereinen: viel Auftrieb erzeugen und gleichzeitig bei einem bestimmten Winkel fast von allein vom Himmel fallen. Ungefähr so. Also der Wind weht horizontal, der Flügel bewegt sich quer zum Wind mit hoher Geschwindigkeit, baut hohe Kräfte aus, zieht das Seil nach oben. Wenn es oben angekommen ist, stellt er sich an, geht ganz schnell mit wenig Kräften und wenig Energie wieder auf die Ausgangshöhe und dann beginnt der Zyklus wieder von vorne. Die erste marktfähige Anlage soll ab 2017 bis zu 100 Haushalte beliefern können. Und auch der Strom des Stoffdrachens reicht locker für den Grill.